Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Evapola-Kühlgerät. Das Teil hatte ich jetzt genau 4 Wochen lang im Dauereinsatz. Und nicht nur ich habe das Gerät auch mal verliehen, damit auch andere damit rumspielen können. Und wir gehen jetzt einfach mal die ganzen Sachen durch, die mir aufgefallen sind. Ich sag's direkt vorweg. Natürlich, wenn es wieder so heiß ist wie heute, hier drin sind es angeblich gerade 27,5 Grad, draußen sind es 32 Grad. Natürlich, wenn man da die Möglichkeit hat, sich vor ein Gerät zu setzen, wo kühle Luft rauskommt, dann findet man das natürlich schön. Ich sag aber auch direkt, das ist nichts Besonderes. Ich finde den Preis unverschämt hoch und ich persönlich würde es mir dann wahrscheinlich doch nicht kaufen, sondern würde mir andere Optionen suchen. Aber der Reihe nach. Nummer 1, ich habe es beim Auspacken fälschlicherweise als Klimaanlage betitelt. Das ist es nicht. Es ist so ein sogenanntes Klimagerät. Das Ding arbeitet mit Verdunstungskälte. Einfaches Prinzip, hier ist der Wassertank. Da drin ist ein Filter, der saugt sich voller Wasser. Hinter dem Filter sitzt ein Lüfter, der zieht hinten die warme Luft an, bläst dann die Luft durch den nassen Filter und vorne kommt dann kühlere Luft raus. Ganz einfaches Prinzip. Könnte man auch mit, was weiß ich, einem feuchten Handtuch vorm Fenster, offenem Fenster, wenn man Durchzug hat, oder es hört man auch immer wieder, eine Schüssel Eiswürfel vor einem Ventilator machen. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als einfach eine kleine Box zu haben, die man auch noch per USB irgendwo anschließen kann, einfach Wasser einfüllen und dann kommt da kühlere Luft vorne raus. So, also das ist natürlich der Vorteil von dem Ding. Ob man dafür 170 Euro ausgeben muss, plus Folgekosten, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber der Reihe nach. Also, 4 Wochen war es im Dauereinsatz. Ich sag mal so, dieser Wassertank soll immer für 4 bis 6 Stunden Betrieb funktionieren. Einmal am Tag wurde der wieder aufgefüllt, also das Ding war wirklich im Dauereinsatz. Die 4 bis 6 Stunden funktionieren auch mit dem Wassertank. Man hat hier als Kontrollmöglichkeit nicht wirklich viele Optionen, denn ich kann hier nicht bestimmen, wie kalt die Luft sein soll, die vorne rauskommt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie schnell dreht sich der Lüfter? Das kann ich nämlich beeinflussen, hier oben mit diesem Rädchen. Und wie feucht ist meine Umgebung? Je feuchter es wird, je feuchter die Luft in der Umgebung ist, desto geringer ist der Kühleffekt. Das heißt, bei uns hier in Deutschland mit relativ wenig Luftfeuchtigkeit hier und da funktioniert sowas. In den Tropen wird sowas nicht funktionieren. Und natürlich, wo habe ich das Gerät getestet? Natürlich auf dem Schreibtisch. Natürlich aber auch mal draußen und natürlich auch im Sofa. Und im Gegensatz zu Klimaanlagen kühlt dieses Teil auf gar keinen Fall einen kompletten Raum runter. Das sagen die Jungs und Mädels von Evapola auch gar nicht. Irgendwo im Kleingedruckten oder irgendwo dann unter einem Punkten steht halt drin, ne? Das Ding kühlt keine Räume runter, sondern nur so einen Bereich von 2 bis 3 Quadratmetern. So, auf der anderen Seite so Befürchtung, dass die Luftfeuchtigkeit in dem Raum steigt. Und wenn es nur meine kleine Faultierhöhle hier ist, das merke ich nicht. Auch wenn das Ding dann einen kompletten Wassertank hier in die Luft gejagt hat, das merkt man nicht. Dafür ist ja immer noch genug Luftzirkulation. Und das wäre auch mein Tipp, wenn man sowas benutzt, dann doch irgendwo in Räumen, wo dann trotzdem noch normale Luft zirkuliert. So, wo funktioniert das Ding? Wie gesagt, 2 bis 3 Quadratmeter Radius. Ich konkretisiere es mal eher so. Das Ding funktioniert da, wo ich einfach in diesem Luftstrom sitze, ne? Und das funktioniert auch noch so am besten. So 2 Meter Abstand ist so ein bisschen ideal. Sitze ich zu weit weg, kriege ich von der kühlen Luft nichts mehr mit. Sitze ich nur zu nah dran, rieche ich die Luft, die hier rauskommt. Die ersten 2 Wochen roch das Teil schon genug nach Plastik. Nach etlichen Tagen war es dann, ich sag mal, ausgedünstet. Jetzt kommt aber der Geruch von feuchter, nasser Luft da raus. Und das ist was, so wie ich jetzt hier vor diesem Ding hocke, will keiner vor diesem Ding hocken und diese feuchte Luft riechen. Ich will auch nicht wissen, wie sich dieser Filter mit der Zeit mit Bakterien oder was auch immer, was sich da ansiedelt. Deswegen gibt es das Konzept hier der Folgekosten. Natürlich nicht deswegen, aber das Gerät selber, ich glaube mit dem ersten Filter kostet 170 Euro und dann muss man neue Filter kaufen. Nach einem Zeitraum, je nachdem wie intensiv man es nutzt, 4 bis 6 Monate. Und die Kosten, je nachdem wie viele Filter man dann kauft, 30 bis 40 Euro pro Filter. So, das heißt, ich sag einfach mal, für einen Zeitraum von 2 Jahren zahlt man locker 100 Euro pro Jahr für dieses Gerät. Ne? Und je länger das die Kiste dann hält, desto günstiger wird es. Aber man hat diese teuren Folgekosten.
Und ganz ehrlich, ja, das Ding ist natürlich einfach geschrickt. Ich weiß aber auch nicht, und das weiß man erst, wenn man es lang genug testet, wie lang diese Kiste halten wird, wie hochqualitativ da der Lüfter drin verbaut ist und die ganze bisschen Elektronik. Es ist ja nichts groß Kompliziertes. Ne, das kann sich jeder im Endeffekt auch selber nachbauen. Dann hat das Ding vielleicht nicht so eine coole Drehsteuerung und oben noch eine Temperaturanzeige und an der Seite dieser Wassertank, der leuchtet dann nicht vielleicht so schön. Kann man natürlich auch noch bauen. Der Wassertank, habe ich ja gesagt, den kann man auch komplett rausnehmen. Und ich lese es immer wieder, deswegen gibt es inzwischen auch so ein Evapola zweite Generation Gerät, dass das Gerät ausläuft. Während ich das Ding jetzt immer hochhalte und hin und her schwanke, ja, da hat natürlich dieser Wassertank Spiel und da läuft dann auch Wasser runter. Und deswegen sieht das hier auch gerade nass auf dem Schreibtisch aus. Ich muss dem Gerät aber so viel geben, ich habe nie Wasser verschüttet, da ist auch nie was ausgelaufen, wenn ich es auf einer geraden Unterlage hatte. Hatte ich auch keine Probleme, auch mal von A nach B vorsichtig zu transportieren, da läuft nicht viel aus. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mit einer Wasserpiste, mein Star Wars, nein, Sekunde. Sorry, aber das Poster sollte jetzt nicht nass werden. Was ich sagen wollte, wenn man mit einer normalen billigen Wasserpistole zu Hause rumexperimentiert, da wird die Umgebung nasser vom normalen Austropfen als das, was das Gerät hier jemals an Wasser bei mir verloren hatte. Die LED kann ich in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. So, das funktioniert. Und ich habe noch so einen Schlafmodus, wenn ich das Gerät im Schlafzimmer benutzen will. Was ich mir aber dann leuchtet es halt einfach nicht. Was mir irgendwie so dann doch fehlt, wäre so eine Timer-Funktion, wo man dann sagt, ach so noch zum Einschlafen, so ne, mach noch mal 2 Stunden kühl und dann wird es vielleicht eine Nacht kühler und dann schaltest du dich aus. Das klappt hier irgendwie nicht. Das heißt, da muss man dann, naja, bei 6 Stunden Wassertanklaufzeit ist natürlich dann zum Schlafen auch nicht so suboptimal, wenn dann der Wassertank mitten in der Nacht leer läuft. Natürlich, das Ding kühlt dann auch noch nach, das habe ich auch oft genug beobachtet, Wassertank dann schon leer. Der Filter ist dann aber noch nass gezogen. Das locker nach einer Stunde oder so kommt hier immer noch kühle Luft raus. Und selbst wenn der Filter dann komplett trocken ist, naja, der Lüfter bläst halt immer noch gefühlt kalte Luft ein bisschen raus. Aber dann habe ich einen ganz normalen Ventilatorfunktion, halt ohne diesen zusätzlichen Verdunstungseffekt. So, was haben wir sonst noch? Oben Steuerrad, naja, Display ist normal ablesbar, das funktioniert. Ich habe erwähnt, man kann die Temperatur nicht steuern. So, von den Preisen habe ich mich jetzt auch schon drüber aufgeregt und ich bleib dabei. Natürlich, wenn es so wie jetzt wieder um die 30 Grad ist oder in den Buden 27 Grad ist, dann ist es natürlich schön, wenn man sich vor sowas setzen kann. Aber es ist sowas, wo ich nicht so viel Kohle ausgeben würde. Wenn das Gerät jetzt einfach mal 50, 60 Euro wäre, 70 Euro und damit wären die Materialkosten locker auch alles und alles drumherum wahrscheinlich auch abgedeckt, wäre das sowas, wo man sage, kann man sich ja einfach mal kaufen. So, aber für einen Preis, wo ich in der Region von 200 Euro bin, sag ich ganz ehrlich, nö, nee. Also da gehe ich dann, nee, da schwitze ich lieber oder bastel mir was Eigenes oder dann nehme ich einfach nochmal einen Ventilator, als dann doch so ein Teil. Apropos Ventilator, ich habe hier die Möglichkeit, die Lüftersteuerung zu benutzen. Und das ist was, das ist noch nicht volle Pulle, ich mache jetzt mal volle Pulle. Das ist volle Lautstärke und das könnt ihr benutzen maximal dann. Natürlich kommt dann hier mehr Luft raus, natürlich ist das dann schön, wenn man damit sitzt und so, das ist aber dann auch etwas, wo dann so viel Luft rauskommt, wo man sagt, da wird einem vielleicht doch zu schnell zu kalt. Worum es mir aber geht, ist die Lärmbelästigung. Dieser Lüfter ist laut. Bis zu einem Viertel der Umdrehungsgeschwindigkeit würde ich das in normalen, auch in Büros oder sowas maximal einsetzen. Das Ding ist dann lauter als jeder Lüfter, den man hat. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt es nicht in irgendwo eine Ecke stellen und dann erwarten, ne, der Raum wird irgendwann kühl. Das funktioniert nicht. Ihr müsst in diesem Luftzug sitzen. Und mit 25% ist es dann so, dass man sagen kann, ich höre dich noch, ich kriege aber noch was Lufthauch ab. Bei einer Lautstärke oder beim Lüfter ab 50% ist das Ding so laut, das ist so meine maximale Lautstärke, wenn ich nebenbei Fernseh gucke oder Musik höre. Dann drehe ich aber den Fernseher oder die Musik gezielt lauter, um dagegen anzukämpfen. Alles andere vom Lüfter, da ist der Lüfter einfach viel, viel, viel zu laut. Das wäre auch die Kategorie, wo ich fast sagen würde, für den Gerätepreis von 170 Euro, hätte man da nicht einen leiseren Lüfter verbauen können? So, also, damit sind wir wieder am Anfang. Ja, es funktioniert. Ich stehe dem Gerät aber trotzdem total skeptisch gegenüber dem Preis, den Folgekosten. So wie das jetzt schon nach 4 Wochen im Dauereinsatz riecht. Also ich weiß nicht, wenn da mal ein Chemiker eine Probe von nimmt oder ein Biologe und so. Ich weiß es einfach nicht. Also ich bin
Nee, also ganz ehrlich, ich würde das Gerät, ich persönlich würde es nicht kaufen und ich hätte wahrscheinlich auch sehr viel Probleme, das Gerät in dieser Version zu diesem Preis auch weiter zu empfehlen. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!